Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute mache ich für euch einen Gänsebraten. Für 5 Personen nehme ich eine Gans mit 5 Kilogramm Gewicht. Das erscheint auf den ersten Blick etwas viel, aber dadurch, dass viel Knochen und Fett abgehen, ist es am Ende gar nicht mehr so viel. Und ich habe lieber etwas mehr, als dass es dann im Endeffekt zu knapp wird. Also 5 Kilo für 5 Personen ist durchaus in Ordnung. Die Gans wird gewaschen und trocken getupft. Ich entferne den Bürzel mit dem Messer, der wird entsorgt. Ich entferne auch die Enden der Flügel, die verbrennen nur im Backofen. Die kommen mit zur Soße und geben da noch Geschmack ab. Hier nehme ich die Innereien heraus, die geben die Grundlage zur Soße. Hier seitlich kann man auch schon übermäßiges Fett von Hand entfernen. Das braucht man gar nicht erst mitbacken. An der Gans ist noch genug Fett dran. Das kann hier einfach abgeschnitten und entfernt werden. Jetzt bereite ich die Füllung für die Gans vor. Eine rote Zwiebel wird in grobe Stücke geschnitten. Dann schäle und zerteile ich auch eine Grapefruit. In einer kleinen Schüssel bereite ich reichlich Salz und frisch gemahlenen Pfeffer vor. Damit wird die Gans dann von innen kräftig eingerieben. Das wichtigste Gansgewürz ist Beifuß. Der kommt hier getrocknet in reichlicher Menge zum Einsatz. Zusätzlich zur Grapefruit und Zwiebelfüllung kommen noch 4 kleine Äpfel hinein, die dann als Bratäpfel mit zum Gericht gereicht werden. Nachdem die Gans komplett gefüllt ist, wird sie verschlossen. Zur Hilfe nehme ich hier Rouladennadeln, das ist recht praktisch in der Anwendung. Jetzt bereite ich die Gewürzmischung für den Anstrich vor. Dazu kommt wieder eine reichliche Menge Salz, frischer Pfeffer und Sojasauce. Dazu kommen noch 2 bis 3 Esslöffel Honig, den ich erwärmt habe, damit er schön flüssig wird. Nun wird die Gans komplett damit bestrichen. Im Anschluss kommt die Gans auf den Backrost und wird in den mit 180 Grad Ober-Unterhitze vorgeheizten Backofen für 1 Stunde geschoben. Jetzt zerteile ich die Innereien und Knochen und brate sie bei großer Hitze stark an. Eine Karotte wird geputzt und in grobe Stücke geschnitten. Ebenso wird etwas Sellerie in Würfel geschnitten. Ein halber Stängel Lauch wird klein geschnitten. Die Knochen und Innereienstücke habe ich größtenteils schon in einen größeren Topf gegeben und lösche jetzt mit etwas Rotwein den Bratensatz ab.
Alles kommt nun mit dem restlichen Gemüse in den größeren Topf und wird nochmal scharf angebraten. Dazu kommt noch eine grob gewürfelte Zwiebel. Nach dem scharfen Anbraten wird es nochmal mit Rotwein abgelöscht und mit Wasser aufgegossen, bis alle Knochen komplett bedeckt sind. Das Ganze wird so lange bei mittlerer Hitze kochen gelassen, bis das Fleisch sich von alleine von den Knochen löst. Nachdem die Gans eine halbe Stunde im Ofen war, wird sie rumgedreht und kommt wieder zurück in den Ofen. Nach einer Stunde öffne ich den Backofen und lasse die Temperatur etwas abkühlen. Die Gans wird dann für 12 bis 14 Stunden mit Niedertemperatur bei 80 Grad gegart. Danach wird sie nochmal ca. 45 Minuten bei 170 Grad fertig gegart. Die Gans ist wirklich sehr lecker geworden. Viel Spaß beim Nachkochen, bis zum nächsten Mal, euer Herbie.